von Schwerin nach Stuttgart. Das ist eine Strecke. Einige Fans des SSC Pallenberg Schwerin haben sich trotzdem nicht nehmen lassen, gegen den Allianz MTV Stuttgart dabei zu sein. Schließlich kann ihr Team hier im Schwabenland heute die Meisterschaft feiern, vorbehaltlich eines Sieges gegen den noch Titelverteidiger. Und Schwerin zu Beginn selbstbewusst mit Rückenwind nach dem 3:2-Sieg im vorhergehenden Spiel und mit dem Rückenwind der guten Geschichten diese Saison. Beispielsweise Sina Fuchs hier beim Aufschlag gekommen im Januar, weil die Not auf Annahme außen so stark war. Aus der zweiten Liga, kann jetzt Meister werden, spielt eine starke Serie, tolle Abwehr auch hier wieder. Grundlage für den Punkt von Nova Maring. Eine Finalserie, geprägt von Spannung, geprägt auch von Qualität, nicht immer durchgehend, aber in der Spitze, aber auch geprägt von starken Stuttgarterinnen. Britt Bongartz eben noch düpiert von Nova Maring, jetzt mit der Revanche im Block. Schwerin sollte dann aber den ersten Satzball der Partie haben. Glück beim Aufschlag und Maria Segura willensstark, die Kapitänin des Allianz MTV Stuttgart. Es ist ihr letztes Heimspiel, sie wird den Verein verlassen. Die Frage ist, verabschiedet sie sich mit einer Vizemeisterschaft oder mit der Chance auf die Titelverteidigung mit einem Sieg und dem Gang ins fünfte Spiel in Schwerin am Wochenende. Und Maria Segura eben im Angriff, jetzt im Aufschlag. Voll fokussiert auf einmal der erste Satzball für den Allianz MTV Stuttgart. Segura, das ist eine Angabenspezialistin, zeigt sie auch hier, bringt Sina Fuchs in Bedrängnis. Und Stuttgart mit der Chance. Und im Nachfassen mit dem Satzgewinn. Ganz wichtig, hier wieder mit 1:0 in Führung zu gehen. Das Momentum auf der eigenen Seite zu halten. In so einem knappen, in so einem packenden ersten Durchgang. Satz 2. Auch da wieder Spannung zu Beginn in der Partie. Der entscheidende Ballwechsel, vielleicht dieser hier. Tolle Abwehr, tolle Rettungstat des Allianz MTV Stuttgart. Aufmerksam weiterhin die Gastgeberinnen. Fuchs. Und dann die Fehlkommunikation zwischen Pia Kästner und Indy Bayens. Schwerin verlor so ein bisschen die Linie, verlor so ein bisschen den roten Faden dieser Partie. Stuttgart zog davon und tütete dann auch den zweiten Durchgang ein durch die immer stärker werdende Crystal Rivers. Ausgangslage also wie beim Spiel zuvor in Schwerin. 2:0 Satzführung Stuttgart und Schwerin zum Comeback gezwungen. Möchte man hier auswärts, möchte man hier in Stuttgart die Meisterschaft feiern. Rein geht's in den dritten Durchgang und direkt ein Ballwechsel zum Genießen. Das hatte wirklich alles, was Volleyball stark, was Volleyball sehenswert, was Volleyball so spektakulär macht. Toller Einsatz, tolle Rettungstaten auf beiden Seiten und ein nicht enden wollender Ballwechsel. Und wenn es dann am Ende einen Punkt geben soll, dann ging es immer häufiger über Crystal Rivers. Genau diese Ballwechsel können ein Momentum noch einmal umdrehen. Heute taten sie es nicht. Es blieb alles in den Händen des Allianz MTV Stuttgart, der am Ende einen souveränen 3:0 Erfolg feiern konnte. Es bleibt spannend in der Finalserie. Es geht über die volle Distanz. Schwerin empfängt Stuttgart am Wochenende für das entscheidende, für das letzte Finalspiel im Kampf um die deutsche Meisterschaft.